Der Pokalsieger gegen den Vize. Ochsenhausen gegen Werder Bremen. Neuauflage des Pokalfinals aus dem Januar. Dieses Mal in der Halle in Ehingen, wo er in dieser Saison Ochsenhausen die Heimspiele austrägt. Und es ging gleich zu Beginn gut los für die Hausherren. Denn Hugo Calderano war bestens aufgelegt und hatte letztlich die meiste Zeit doch die Kontrolle im Spiel gegen Florent Lambier. Brachte hier Ochsenhausen mit 1:0 in Front. Und danach dann das Spiel zwischen Jakob Diaz und Bastian Steger. Schöner Ball hier von Diaz. Sehen wir auch nochmal in der Wiederholung. Die Rückhand, super die Linie entlang. Dabei ist ja eigentlich die Rückhand der Paradeschlag von Bastian Steger, der aber in dieser Saison sowieso super unterwegs ist. Zweitbeste Bilanz. Und auch hier schnell am Tisch und aggressiv. Also Steger im Moment ein echter Punktegarant für Werder Bremen. Und das sollte auch an diesem Nachmittag so sein. Beziehungsweise Abend, das Spiel fand ja schon am Samstagabend statt. Also er hier mit dem Ausgleich für die Gäste. Im dritten Einzel dann Simon Gossi gegen Gustavo Tsuboi. Und das hier natürlich schon spitze. Die Wiederholung müssen wir uns nochmal anschauen. Fast schon ein Roller hier. Das Ding hängt überhaupt nicht mehr ab, den da Gustavo Tsuboi hochspielt. Ums Netz rumgeschlagen, sehr gut gemacht von ihm. Aber es sollte nichts helfen, denn Gossi, der kann auch Kunstschläge hier. Mit ganz viel Zeitschnitt retourniert. Und da verschlägt dann Tsuboi 2:1, also jetzt die Führung für Ochsenhausen. Und dann das Duell der Einser, Calderano gegen Steger. Tolles Tischtennis. Und hier gefühlvoll der Stoppball von Calderano. Und da war der Weg dann für Steger doch so einen Millimeter zu weit, dass er den noch gut zurückspielen kann. Also diese beiden, die zeigten wirklich hier Weltklasse-Tischtennis, auch wieder in diesem Einzel hier. Oh, was für eine Reaktion von Steger und auch von Calderano, aber da müssen wir fair sein, Calderano bekam hier den Ball ans Trikot und deshalb der Punkt für Basti Steger. Aber trotzdem, kuriose Szene. Dann aber Matchball für Calderano im vierten, 10:9, alles hauchdünn. Aber wie schon im Pokalfinale hier gewinnt Calderano und damit die Entscheidung. Ochsenhausen siegt mit 3:1. Ja, wir sind zufrieden mit heutigen Ergebnis und ja, wir spielen sehr gern hier. Wir werden Unterstützung bekommen von Zuschauern, jedes Spiel 100%. Und ja, wir haben noch 3 Spiele und mit 3 Spielen müssen wir konzentriert angehen und schauen, was am Ende rausspringt. Ja, ich freue mich sehr. Das Team hat sehr gut gespielt und wir sind sehr stark für die Playoffs.